Hallihallo, freut mich sehr, dass ihr da seid. Ich bin total aufgeregt, denn heute zeige ich euch was ganz Besonderes, nämlich meine eigene Kreation. Es ist ein Flexi-Rahmen-Fotoalbum. Und bevor ich euch zeige, warum es diesen Namen hat und was sich dahinter verbirgt, muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Diese Idee hatte ich nämlich schon 2019. Ja, kaum zu glauben, 2019. Damals hatte ich mir das noch nicht so recht zugetraut, so ein Tutorial zu filmen und hatte die Susi, ich verlinke euch den Kanal, gebeten, ob sie das wohl für mich machen würde. Das wollte sie auch. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, keine von uns hat es gemacht. Bis sich neulich Susi bei mir gemeldet hat und mich daran erinnert hat. Und deshalb vielen lieben Dank, Susi. Wer weiß, wie lange es sonst noch gedauert hätte. Okay, jetzt schauen wir mal, was sich dahinter versteckt. Flexi-Rahmen-Fotoalbum habe ich es genannt. Einmal, weil sich die Seiten des Albums im Rahmen befindet. Und Flexi, weil diese Bindung hier flexibel ist. Und das ist eigentlich auch das Besondere an diesem Fotoalbum, denn man kann die Seiten ganz flach hinlegen und zwar bis zur allerletzten Seite. Es sind 6 Blätter, also 12 Seiten, und auf jede dieser Seite passt ein 9x13 cm Foto. Außer ihr habt kleinere Formate, dann bekommt ihr natürlich mehrere rein. Geschlossen wird es mit 2 Magneten. Und ich sage euch jetzt genau, was ihr dafür benötigt und zeige euch, wie das funktioniert. Viel Spaß! Wenn ihr also dieses Fotoalbum genauso basteln möchtet wie ich, braucht ihr 5 12x12 Inch Designpapiere, doppelseitig bedruckt. Am besten habt ihr 2 gleiche, die anderen dürfen unterschiedlich sein. Und ihr benötigt 5 Farbkartonblätter in A4. Außerdem 2 Pärchen Magnete und eure üblichen Werkzeuge, also Papierschneider, Kleber, Falzbein und ein bisschen was zum Dekorieren. Seid ihr bereit? Wir legen los! Wir starten mit dem Zuschnitt der Albumseiten. Dazu nehmen wir uns 3 von unseren DIN A4 Farbkartons, legen die jeweils an der kurzen Seite an und schneiden uns einen 14 cm Streifen ab. So, diese kürzen wir nun einmal auf 28,3 einen auf 28,9 und einen auf 29,5. So, und dann nehmen wir diese 3 Streifen, die wir gerade geschnitten haben, und falzen von jeder Seite bei 14 cm, sodass die Seiten, wenn sie fertig sind, 14 x 14 cm sind. Das wäre die Nummer 1. Die Nummer 2. Nummer 3. So, und da wir die schon mal in der Hand haben,
ziehen wir die Falzlinien nach und bringen unseren Kleber auf. Also, wir haben hier einen sehr knappen Streifen. Da bringe ich mir mein 3 mm doppelseitiges Klebeband auf. So, mit dem Falzbein gut nachziehen, damit es sich gut verbindet. Dann nehmen wir uns das nächste und ziehen die Falzlinien nach. Das geht ein bisschen leichter. Und hier habe ich ein etwas dickeres doppelseitiges Klebeband, das rote. Mal schauen, das passt. Das passt fast perfekt. Ich weiß leider nicht die Breite. Ich glaube, es ist nicht ganz ein Zentimeter. Es ist entweder 8 oder 9 mm. Die gibt es so im Dreierpack. So. Andrücken, damit es sich verbindet. Und dann noch mal das letzte. Ich habe ja, wie gesagt, drei verschiedene Breiten. Die gab es so im Pack. Denke mal einmal das hier und oder zweimal das. Ich nehme zweimal das mittlere hier. Das dürften 5 oder 6 mm sein. Auch das ziehen wir noch mal gut mit dem Falzbein nach, damit es sich verbindet. Meine Reste Kleber können weg. Und so werden die zusammengeklebt. Also das breiteste unten, dann kommt das nächste und das schmälste. Schmälste. Keine Ahnung. Ihr seht, die sind so ein bisschen abgestuft. Das heißt, die kleben wir jetzt zusammen. Ihr habt vielleicht eure eigene Methode, wie ihr das am besten macht. Ich nehme mir diese Klammern hier zu Hilfe. Wir starten mit den oberen zwei. So, Kanten oben und unten sind bündig. Und dann schaue ich, dass der Abstand an beiden Seiten gleich ist. Und wenn ich denke, das passt, fixiere ich mir eine Seite. Und dann hebe ich mit meinem Aufhebhelfer die Tragefolie ab. So, komm her.
hängt so in der Luft, ist es immer ein bisschen schwierig. Okay. Reinpieksen. Oh, das sollte euch nicht passieren. Ich habe es jetzt ein bisschen angerissen, zu tief gepiekst. Okay. Und diese Trägerfolie, die klappe ich so zur Seite. Nochmal kurz kontrollieren und dann ziehe ich hier die Schutzfolie ab. Und gehe mit dem Falzbein nochmal nach. So. Die zwei Klammern können nun auch weg. Und jetzt schauen wir mal, ob das gut geklappt hat und ob es geholfen hat. Ja, sieht ganz gut aus. Ich ziehe diese Seiten dann auch nochmal nach. Jawohl. Und weil es so schön war, machen wir das nochmal. Also die Mitte öffnen. Ober-Unterkante bündig. Schauen, dass die Abstände von links und von rechts gleichmäßig sind. Ich finde das einfacher, als zu versuchen, den Boden hier mittig auf den nächsten zu setzen. Also ich für mich habe herausgefunden, dass das hier leichter funktioniert. So, ich glaube, das passt jetzt. Also wieder eine Seite fixieren. Und hoffen, dass es gut hält. Und jetzt hoffe ich, dass es diesmal besser funktioniert mit dem Lösen des Klebestreifens. Das ist mir auch noch nicht passiert, dass das so dermaßen abgegangen ist. So. Nochmal kurz überprüfen. Ja, sieht immer noch okay aus. Dann ziehe ich hier die Schutzfolie ab. Und gehe mit dem Falzbein nochmal nach. So. Nochmal das gleiche Spielchen. Okay. So. Und damit hätten wir auch schon unsere Albenseiten. Ja, zusammengesetzt. Noch nicht fix und fertig, aber zumindest schon zusammengesetzt. Okay, als nächstes nehmen wir unsere Reststreifen und kürzen zwei davon auf 18,5. Legen das Ganze an der kurzen Seite an und falzen in 1,5 cm Schritte. Das ergibt nämlich diese starren Balken oben und unten, die als Schutz dienen und den Einband so ein bisschen in Form halten. Also 1,5, 3, 4,5. Und 6 cm. Passt fast perfekt. Wir haben noch eine Klebelasche über. Drehen das an die lange Seite und falzen an den kurzen auch jeweils 1,5 auf jede Seite. Und weil es so schön war, mit dem nächsten gleich nochmal. 1,5 an der kurzen Seite anlegen.
3. Und die 6. Übrig bleibt ein bisschen Klebelasche. Drehen an die kurz auf die lange Seite und falzen an der kurzen Seite 1,5. Und zwar auf beiden kurzen Seiten. Jawohl. Und nun geht es ans Schneiden und Zusammenkleben. Wir nehmen die Klebelasche auf die rechte Seite und fangen an. Das erste wird eine Klebelasche. Die zweite wird eine Klebelasche. Der dritte Bereich bleibt gerade. Kurz geguckt, ob ich noch in der Kamera bin. Der vierte Bereich wird eine Klebelasche. Und hier die lange Klebelasche schrägen wir auch ein bisschen ein. So sieht das Ganze dann also aus. Nochmal, wir starten also an der Seite, die keine Klebelasche hat und machen Nummer 1 ist eine Klebelasche, Nummer 2 ist eine Klebelasche, Nummer 3 ist gerade. Ich werde euch dann auch erklären, warum, aber wahrscheinlich wisst ihr das schon. Die 3 bleibt gerade, die 4 wird eine Klebelasche. So, dann ziehen wir diese Falzlinie nach. An den Enden auch. So. Und dann kleben wir diesen Barren zusammen. Ihr könnt dafür Nasskleber nehmen. Ich mache das jetzt mit einem doppelseitigen Klebeband. Und was ich auch gerne mache ist, weil ich nicht weiß, wie weit die obere Seite über diese Klebelasche hinwegragt oder vielleicht bleibt ja auch ein Abstand übrig, mache ich das doppelseitige Klebeband gerne auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt komisch vorkommt. Ihr könnt es natürlich so machen, wie ihr das gewohnt seid. So, dann wird das Ganze zugeklebt. Erst einmal so. Seht ihr, das meine ich. Manchmal hat man hier so einen kleinen Versatz und wenn da der Kleber rausguckt, also der Klebestreifen, dann klebt er überall, nur nicht da, wo er soll. Also nochmal. Okay. Und jetzt können wir auch schon die Seiten zukleben. Und zwar habe ich mir das so ausgetüftelt, dass ich die Seite, wo ich meine Klebelasche habe, nach unten kommt. Und dann ergibt es sich so, dass die oberen, die 2 geraden sind. Das heißt, wir können das Ganze schön im Sandwich verkleben. Die untere Klebelasche als erstes. Dann die seitlichen. Jetzt ist es egal, welche oben und welche unten ist. Und zu guter Letzt die hier und die deckt dann alle anderen Klebelaschen ab. Hätten wir da jetzt die Kanten auch abgeschrägt, so wie bei den anderen, würde das etwas merkwürdig aussehen. Aber so sieht das okay aus, finde ich. So, nochmal. Also, die gerade Klebelasche ist die letzte. Ich fange dann immer mit der entgegengesetzten Seite an. Dann die seitlichen,
Da ist die Reihenfolge egal. Und zum Schluss die Gerade. Und das machen wir jetzt mit beiden Balken. So, ein bisschen Geduld. Und dann passt das. Okay. Ich mache den nächsten noch. Dann geht's weiter. Das sind also jetzt unsere zwei starren Balken, die in unserem Album oben und unten hinkommen. Nun haben wir noch einen Reststreifen von unseren Seiten. Den kürzen wir auf 14 cm. Und von der Falzung her ist es das gleiche. Wir falzen also in 1,5 cm Schritte. 1,5, 3, 4,5. 6. So, und hier machen wir das gleiche nochmal. Wir ziehen also unsere Falzlinie nach. Ach so, an den Seiten nicht. Wir falzen also nicht an der Seite, nur der Länge nach. So. Denn das hier wird unsere flexible Bindung. Ja, das heißt, die kleben wir jetzt auch zusammen. Hier würde ich jetzt tatsächlich einen Flüssigkleber nehmen, weil ich nicht möchte, dass es sich innen drin irgendwie zusammenklebt. Und ich mache das meistens so, dass ich auf der Klebelasche ziemlich an der Außenkante bleibe. Und dann noch einen Streifen eben auf die andere Seite nachziehe. Sodass wirklich ja, alles gut abgedeckt ist. Okay. Das wäre dann also jetzt unsere flexible Bindung. Die ist offen an beiden Seiten und das ist richtig so. Mit dem Einband geht es weiter. Dazu nehmen wir uns den nächsten DIN A4 Farbkarton, legen ihn an der kurzen Seite an und schneiden bei 17,5. Drehen das Ganze um und verkürzen diesen Streifen auf 24,3. Dann falzen wir, und zwar bei 5,5, 7,1 und 22,7. 22,7, wenn wir genau gearbeitet haben, müsste es auf der Seite 1,5 sein. Ungefähr. Ja, so sieht das jetzt aus und wir brauchen noch ein Stück. Das heißt, wir nehmen uns das zweite Stück Farbkarton und kürzen das jetzt hier auf 17. Also an der langen Seite anlegen, bei 17 kürzen. Nochmal umdrehen und 17,5 schneiden. Und jetzt müsst ihr beim Falzen völlig aufpassen, denn wir haben eine Seite mit 17 und eine Seite mit 17,5. Und deswegen mache ich das gerne, dass ich mir erst diese Seite hier zuschneide, weil dann kann ich gucken, okay, welches ist die richtige Seite. Die Höhe ist nämlich 17,5. Das heißt, wir müssen hier an diese Seite 1,5 cm falzen. Also, diese Seite ist die 17,5 und diese hier ist die 17.
Wir legen also an der 17 cm langen Seite an und falzen bei 1,5. Gut. Diese Falzlinien ziehen wir uns jetzt nach. So, und diese zwei 1,5 cm Bereiche, die werden aufeinander geklebt. Das könnt ihr mit Nasskleber machen, mit doppelseitigem Klebeband, wie ihr möchtet. Oh ja, worauf ihr vielleicht noch achten solltet, hinterher wird das Ganze so geschlossen. Das heißt, ihr solltet dieses kurze Teil über das längere Teil kleben. Dann habt ihr von außen, also von vorne, wenn ihr das Ganze anschaut, nicht hier die Schnittkante. So wie da. Gut. Kleben wir mal los. So. Sieht das Ganze dann aus. Das ist unser Einband jetzt. Gut, als nächstes schneiden wir unser Designpapier. Wir haben uns also 5 12×12 Bögen Designpapiere zurechtgelegt. Ich würde empfehlen, dass ihr zwei gleiche habt. Die werden jetzt zum Beispiel fürs Cover, also für den Einband, die lege ich mir zur Seite. Solltet ihr welche mit Richtung nehmen, achtet bitte darauf, dass die Rückseite ohne Richtung ist, weil wir danach hier die unten Streifen querschneiden und die Richtung quasi wechseln. Ich habe geguckt, dass ich das wieder irgendwie ganz sparsam machen kann. So, also die beiden für den Einband später lege ich beiseite. Das heißt, uns bleiben drei Stück übrig. Und das ist jetzt ziemlich einfach. Unsere Flächen für die Fotos, also unsere Albenseiten, sind ja 14×14. Das heißt, wir schneiden 13,7×13,7 Stücke ab. Damit hätten wir jetzt 12 Mattungen und da unser Designpapier doppelseitig bedruckt ist, können wir uns das überlegen, in welcher Reihenfolge und in welche Richtung wir das Designpapier aufkleben wollen. Aber bevor wir das alles zusammentragen, schneiden wir noch die Mattungen für das Cover. Und zwar, wenn euer Designpapier eine Richtung hat, dann machen wir den ersten Schnitt quer. Das heißt, die Höhe unseres Albums ist 17,5. Heißt für uns, die Mattung wird auf 17 geschnitten. Und dann zwei Stücke in 15 cm Breite. Okay. So, das nächste Stück machen wir das gleiche. In der Höhe auf 17 cm kürzen. Das ist nämlich die Höhe unseres Albums. Also eigentlich 17,5, aber wir brauchen nur 17. Und hier benötigen wir auch ein Stück, das 15 cm breit ist. Eines, das 15 cm breit ist, und dann brauchen wir noch zwei mit jeweils 5 cm Breite.
für die Klappe unseres Covers. Und dann können wir uns noch aus dem Reststreifen, weil der schon die schöne passende Höhe, Länge hat, 1,3 cm Streifen abschneiden. Davon benötigen wir 4, aber ich denke, wir werden keine 4 rausbekommen. 1,3. Wo sind wir denn? Da. Gewackelt. Und nochmal. 1,3. Oh wow, ich glaube, wir kriegen noch einen 1,3 raus. Nicht zu fassen. Das ist jetzt eine Überraschung. Eine angenehme. Na, das war jetzt falsch. Nein! Falsch angelegt. Okay, aber es würde noch der vierte 1,3 cm Streifen bei rauskommen. So, wir nehmen an, wir haben mal 4 hier. Was ihr jetzt noch braucht, also ich auf jeden Fall noch den vierten Streifen, den ich mir zerschnitten habe. Aber was ihr jetzt noch braucht, sind Mattungen für diese, also einmal für die Bindung, die flexible, und zweimal für diese Balken. Nun könnt ihr euch überlegen, welche der Reststreifen ihr dafür verwenden wollt. Wir haben ja jede Menge davon. Und ihr könnt euch auch überlegen, ob es euch reicht, wenn ihr nur oben eine Mattung drauf macht oder ob ihr die auch von den Seiten sehen möchtet, also wenn das Album zu ist, was man von der Außenseite sehen will. Also für diese zwei Balken braucht ihr dann 2 Stück, wenn ihr nur oben eine Mattung drauf machen möchtet, von 15,3 mal 1,3 und hiervon ein Stück oder 2. Also eine Seite könnte man noch mit bekleben. Eine oder 2 Stück, 13,2 mal 1,3. So, und ich werde mir jetzt da was Passendes zuschneiden. So, kleine Planänderung. Ich kann mich nämlich nicht entscheiden, welche Farbe oder welche Designpapiere ich für diese Balken haben möchte. Deswegen werde ich das Album erst einmal zusammenkleben und dann sehen, was mir besser gefällt. Und bevor es losgeht und ich die Magnete vergesse, machen wir erst die drauf. So, ein Pärchen kann da drauf. So und so. Und dann übertragen wir das Ganze auf das vordere Teil. Dazu könnt ihr das gut sehen. Dazu knickt ihr das hier so und das so und dann klappen die Magnete direkt auf die Position, wo sie hingehören, sobald ich die Schutzfolie abziehen kann. Na komm. Okay, also so, gucken, dass oben und unten die Kanten bündig sind und nehmen hier den 1,5 cm mit. Jawohl. Und da sind sie. Und da wir alle Seiten matten, wird man sie später nicht sehen. Gut, es geht los. Ich habe mich entschieden, das hier so zu matten, also kreuz und quer, aufgepasst, jetzt wird es kritisch. Das da. Und weiter geht's mit den Eistüten, nämlich hinten dürfen sie ruhig zu sehen sein. Und hier an den 1,5 Bereichen, glaube ich, gefällt mir hier dieses Streuselmotiv besser.
weil man von den Eistüten erstens nicht wirklich was sieht und zweitens, falls ihr euch erinnert, der ein oder andere ist in der falschen Richtung. So, dann klebe ich mal. Meine Mattungen kleben. So sieht das Ganze aus. Und wenn ich das hier schließe, ja, jetzt fehlt nur noch das Innenleben. Und wir fangen mit diesen starren Blöcken an. Die kleben wir jetzt auf. Und wir haben eine Seite, wo diese Klebelasche übereinander geht. Und auf die tragen wir Kleber auf und die kommt mit der Seite nach innen. Also hier diese unschöne Kante, die kommt nach innen. Dazu braucht ihr natürlich jetzt einen guten Nasskleber. Hoppla! Was für eine Sauerei! So. Und die kleben wir bündig an die obere Kante und klappen die Seitenteile zusammen, dann wissen wir auch, dass es von der Länge her passt. Das gleiche machen wir jetzt auch unten mit dem zweiten starren Balken. Die gleiche Geschichte. Hier ist unsere unschöne Kante. Die hätte ich gerne nach unten und nach innen. Das heißt, ich trage hier Kleber auf. Platziere die Kante von dem Barren an die untere Schnittkante und hebe wieder die seitlichen Teile hoch, um das Ganze richtig zu platzieren. Es ist mir gerade ein bisschen weggerutscht, deswegen ist der Nasskleber super. Dann kann man das noch kurz justieren. Und andrücken. Jawohl. So. Auf unseren Fotoalbenseiten haben wir ja hinten hier schon doppelseitiges Klebeband angebracht. Das gleiche Prinzip jetzt auch an dieser flexiblen Bindung. Das hier ist die unschöne Kante. Also gehört das hier auf den Boden. So. Sprich, die Seiten hier gehören da dran. Und die kleben wir jetzt an. Hoppala. Am Mikrokabel hängen geblieben. So, das hier ist jetzt doppelseitiges Klebeband. Das klebt wie Zunder. Das heißt, es muss richtig gut sitzen. Also ich lege sie mir gerne auf den Tisch und nähere mich langsam. Ich nähere mich langsam und wenn ich denke, das passt, dann könnt ihr eine Seite aufmachen irgendwo und das Ganze andrücken. Und da seht ihr auch schon die Schönheit dieser Flexibilität hier. Man kann wirklich total gut blättern. Ja, und das hier
wird jetzt hier mit Kleber benetzt und wir platzieren das Ganze an diese Kante hier, mittig zwischen diesen zwei starren Balken. So, jetzt dürfte das Ganze passen. So wird das geschlossen. Ein bisschen muss es noch trainiert werden, wie ich das immer so gerne sage, bis es seinen Weg gefunden hat. Und nun könnt ihr euch entscheiden, es sei denn, ihr habt das schon gemacht, welches von den Mattungen ihr auf welche Seite klebt. Und deswegen konnte ich mich hier für die Balken noch nicht entscheiden, weil ich finde, es ist schon wichtig, wenn man das Album zum ersten Mal aufmacht, was das dann für Farben hier sind oder was für Papiere verwendet wurden. Ich teste jetzt mal ein bisschen aus und dann klebe ich als erstes die Mattungen auf die Seiten. Jeweils Vorder- und Rückseite. Ihr kennt das Prinzip. Zwischenstand. Ich habe mich mit den Resten hier ein bisschen ausgetobt. Also das hier ist bei mir noch über. Und das Album sieht im Moment so aus. Ich habe tatsächlich auch oben und unten noch mal einen Klebestreifen dran gemacht. Und wenn man das blättert, ja, hat man diese schönen Seiten. Und hier auf der letzten Seite dachte ich mir, das ist dann doch ein abruptes Ende. Es braucht ein bisschen, noch ein bisschen Liebe. Und ein so ein Streifen ist uns noch übrig geblieben von dem ersten 17,5 Streifen, den wir abgeschnitten haben. Leider kann ich meine Eistüten so nicht reinschneiden. Dann müssen es eben die Zuckerstreusel sein. Und ich habe schon gemessen. Also das ist ja der Rest des Streifens, der ist 13,5, der Rest des Designpapiers, circa 13,5. Und hier in der Höhe brauchen wir, mit 14 sollten wir okay sein. Das heißt, da schneide ich mir jetzt noch schnell einen Streifen und bringe den hinten auf die letzte Eigentlich ist es keine Seite, auf das Cover auf. Und schon haben wir noch ein Stück von unseren Resten verwendet. Das finde ich ja total klasse. Okay, das muss noch alles ein bisschen trocknen. Aber das Album an sich ist jetzt fertig. Und ich werde mich jetzt an die Deko machen. Fertig! Ich habe noch den ein oder anderen Reststreifen hierfür verwendet. Habe aus dem Restfarbkarton noch einen 2,5 Inch großen Kreis ausgestanzt. Ein paar Tüten ausgeschnitten und drei Halbperlen aufgeklebt, das eine oder andere auf 3D. Und damit ist mein Album fertig. Ihr ahnt schon, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr es für empfehlenswert haltet. Und solltet ihr das oder ein anderes meiner Projekte testen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich auf Instagram taggt, Hashtag Papierstoffiges. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dahin, viel Spaß mit euren eigenen kreativen Projekten. Tschüss!